Komm, 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 komm. Sehr gut, weiter, weiter, weiter. Woo! Geiler Scheiß! Ja, jetzt fällt der Große. Das ist richtiger Offroad. Wir müssen einmal kurz Forstarbeiten durchführen. Woo! Und dann drückst du den auf die Stelle, wo du gestochen worden bist und die Hitze, die verbrennt das Gift. Moin aus der sonnigen Insel in Estland und auch herzlich willkommen zu einer weiteren Etappe von Pothole Rodeo. Gestrige Nacht haben wir auf einer Insel verbracht in einem ziemlich, ziemlich coolen Spot. Das Ganze heißt Instu. Das ist so eine Anlage, die ist mitten im Wald versteckt. Hier ist überhaupt kein Verkehr, keine Infrastruktur, keine Beleuchtung, gar nichts. Ort namens Instu blende ich euch jetzt ein. Dann könnt ihr auf der Karte auch sehen, wo das Ganze sich befindet. Und dann hatten wir das Glück, dass diese Anlage uns komplett zur Verfügung stand. Wir haben auch uns eine Sauna gegönnt. Wir haben sogar einen Fuchs gesehen, der hat uns heute Morgen besucht. Also richtig toller Ort. Also gestern Abend war wirklich eine Gönnung nach einer schwierigen Etappe. Ich gehe davon aus, dass heutige Etappe ebenfalls ziemlich cool sein wird. Tess ist schon zu dem Eigentümer der Anlage gegangen, um das mit der Challenge zu klären. Denn wie ihr wisst, wir müssen noch eine Challenge absolvieren. Und in dieser Challenge müssen wir jemanden finden mit einer Wäscheleine, wo er seine Wäsche trocknet. Wir müssen ihn fragen, ob wir die Wäsche anziehen dürften, und da muss er halt auch auf dem Foto sein. Also auf jeden Fall geile Sache. Der Typ ist einfach nur krass. Der hat uns traditionelle Anzüge hier angeboten. Der sieht aus wie eine Mütze. Muhu. Muhu. Only Muhu. Own tradition. Yeah. Okay. Das ist cool. Eine eigene Tradition für die estnische Insel. Also ja, nicht Estland an sich, sondern nur diese spezielle Insel hier. Ja, ey, richtig geil. Das ist echt geil. Das sieht gut aus. Ich fühle mich wie so ein richtiger Breakdance. Geil. Is it some religious kind of traditional thing? Because it's kind of looking like it. This is the colors and the pattern. It's like this all-time national. Yeah. Mm-hmm. Thank you very much. Yeah, of course. Also for the camping place. Okay. We're gonna go. Okay, have fun. Have a good time, man. Yeah, and you too. Tess, ich würde sagen, laden jetzt Foto hoch und die Challenge hätten wir dann auch noch. Geil. Ja. Eine erfolgreich absolvierte Challenge ist cool, aber das ist noch lange nicht alles, was uns bei Pothole Rodeo erwartet. Wisst, Pothole bedeutet Schlaglöcher. Deswegen werden wir jetzt unsere neue tolle App anschmeißen und ein paar Offroad-Pisten suchen. Da wir uns gestern diese tolle Sauna noch gegönnt haben, wir haben den Abend schön ausklingen lassen, starten wir ein bisschen später. Es ist jetzt, glaube ich, 13 Uhr oder so. Wir haben auf der Insel eigentlich nicht so viele Sehenswürdigkeiten. Wow, scheiße. Alles gut. Also an heutigem Tag wollen wir auf jeden Fall Pothole Rodeo spüren. Wir wollen die ganzen Schlaglöcher hier befahren an der Insel. Wir werden die Insel erkunden, soweit es geht. Fahren dann mit der Fähre wieder aufs Festland und dann Richtung Süden zum Checkpoint. Da sollten wir im besten Fall heute Abend anreisen. Morgen erwartet uns dann eine weitere Fahrerbesprechung. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ab ins Abenteuer. So zu navigieren, weil dieser Pfeil hier hat gar keine Auswirkung, egal wie ich das Handy halte, irgendwie dreht. Ja, ich glaube, du kannst irgendwie links so unten auf den Pfeil drücken und dann richtet der nach dir aus oder nach mir. Ah, okay, gut, nach mir.
So, ach, jetzt ist viel einfacher. Der hat gar keine Kennzeichen dran da vorne. Ja, Mann. Die fahren ja einfach ohne Kennzeichen. Was für Kennzeichen? Hast du hier schon mal Polizei oder was gesehen? Auf der Insel gar keine Polizei und wenn einer Polizei ruft, müssen die erstmal auf die nächste Fähre warten. Ja, hier links. Wo führst du uns hin? Offroad, Stanislaw. Ui! Das sieht okay aus. Das ist okay. Yes, sir. Das ist doch das, was wir wollen. Autozerstörende Wege. Wie ist so das Gefühl? Hast du ein bisschen Adrenalin? Man merkt richtig, wie der nasse, schwere Schlamm da draußen die Reifen zusetzt. Und also wir haben so gut wie keine Traktion. Wir dürfen ab jetzt nicht mehr stehen bleiben. Ja. Wenn wir stehen bleiben, kommen wir nicht mehr vom Fleck. Ja. Also wir müssen hoffen, dass da jetzt nicht noch mehr Morast kommt und dicke Pfützen, weil sonst haben wir ein Problem. Wir sind zu zweit, einmal mit nur Frontantrieb und einmal mit nur Heckantrieb, irgendwo im Nirgendwo auf einer Insel. Kein Schwanz kann hier uns helfen. Und wenn wir irgendwie einen Bauer brauchen, der uns rauszieht, dürfen wir erstmal ein paar Kilometer laufen, um einen zu finden. Was war das denn? Stell dir vor, wir bleiben jetzt hier liegen und müssen hier Reifen wechseln auf dem Boden. Ui. Das kann ich mir gut vorstellen. Was war das? Getriebe? Ölwanne. Echt? Keine Ahnung. Was ist das hinten für eine Spur? Willst du mich verarschen? Zieh einfach Handbremse in der Linkskurve, wenn ich hier sitze. Willst du mich verarschen? Ich hab doch gesagt, halt dich fest. Ich hab dich festgehalten. I wanna have you know. Wir müssen umdrehen. Eigentlich wäre ich hier so ein großes U gefahren. Aber da vorne sind Traktoren und ja, reinfahren verboten. Okay, vielleicht ist die Strecke doch nicht so legal. Da kommt schon der LKW. Wir müssen wenden. Also es stellt sich die Frage, ob wir jetzt da lang fahren oder nicht, weil laut unserer coolen App könnte man da theoretisch durch, aber das sieht auch überhaupt nicht nach einem Weg aus. Guckt euch das mal an. Da irgendwo zwischen diesen Bäumen müssten wir theoretisch durch. Das ist jetzt die Überlegung, ob wir das hinbekommen oder nicht, weil der Bohrer hat schon ein paar Mal richtig, richtig aufgesetzt. Da kommen schon die Einheimischen, mal gucken, wo sie lang fahren. Hi. Alter. Ich glaube nicht, dass Steckenbleiben ein Problem ist. Ja, dass da Ölbahn oder so aufsitzt. Das ist richtige Offroad. Hier sieht es ziemlich krass aus. Man hat hier so tiefe Spuren, das sieht man nicht. Da die Autos so beladen sind, kann das sein, dass man mit der Ölwanne aufsetzt. Das ist halt ein bisschen tricky. Und dann immer wieder solche Steine. Ja, das sieht übel aus. Das sieht echt übel aus. Wir wollten doch Action, oder? Ja. Dann fahren wir rein. Also hier sind zwei miese Stellen, da muss man auf jeden Fall aufpassen. Da, dieser Stein, der steht so richtig stark ab. Da muss man auf jeden Fall um den rumfahren, sonst reißt man alles auf. Perfekt, perfekt, weiter. Sehr gut. Also die Stelle ist natürlich richtig asozial, deswegen muss man ein bisschen außen rumfahren. Oh, das hat sich nicht so gut angefühlt. Jawohl, sehr gut. Jan hat aufgesetzt, glaube ich. Ein bisschen seitlich ansetzen und dann wird das schon. Ja, wahrscheinlich Anhängerkupplung, oder? Oh, ich guck mal. Fahr mal hier lang. Ja. Mit dem Reifen da drauf. Gerade, 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 geradeaus. Ja. Digga, das ist ein richtiger Ölwannenkiller, dieser Stein. Ja, ja, Mann. Also wenn wir da gerade drüber wären... Du kannst jetzt bündig aussteigen eigentlich. Also wenn wir da geradeaus mittig drüber wären, ja, könnten wir hier auf eine neue Ölwanne von Amazon warten und zwar lang. Wir müssen jetzt halt immer ein paar Meter vor dem Auto rumlaufen, gucken, wo Zeug liegt, wie Äste und so Zeug oder Steine oder Matsch, dass wir wissen, wo müssen wir Vollgas geben, wo müssen wir neben der Spur fahren, ohne uns die Ölwanne kaputt zu machen und ohne stecken zu bleiben. Hey, komm mal her. Was geht, was geht? Das geht hier nicht.
wenn wir... Ich bin nicht fertig, hier. In der Spur bleiben. Oha, Digga. Und dann mit 50 dagegen. Oh, shit. Er bekommt raus, oder? Alter, da kommen wir doch nicht vorbei, oder? Da müssen wir voll auf der hohen Kante fahren. Du darfst halt nicht abrutschen, weil wenn du abrutschst und hier gegen knallst, ist ja, Feierabend. Du hast die ganzen Äste, wenn dann müssten die irgendwie... Frage ist, wird das noch schlimmer? Sieht besser aus, ja. Ja, okay. Dann kriegt man da nicht aufbaut. Hier kommen wir nicht durch. Da steht schon das Wasser in die Spurrinnen. Und der Unterschied von der Spurrinne zur Mitte ist so hoch, dass wir die ganze Zeit aufsitzen. Ja, wenn wir einmal in diese Spurrillen reinkommen, ist das Game over. Und schau mal, wie matschig das hier wird. Nee. Siehst du den Krater von der Spur? Da kommen wir nie im Leben durch. Oh, fuck. Rückwärts raus. Wir müssen rückwärts raus, wir können nicht umdrehen. Und direkt hinter mir ist Matschloch. Und dann kommt hinten der Stein irgendwann. Ja. Fuck. Scheiße. Ja, manchmal muss man auch einfach einsehen, dass man nicht jeden Weg durchkommt mit den Fahrzeugen, die wir haben. Das war's. Stopp! Wir haben hier Holz. Wenn wir das Holz unter die Räder legen, dann geht das schon. Weil da vorne rechts stehen wir schon echt gut im Schlamm. Wenn wir jetzt nochmal ein Seil ansetzen und mit Jan ziehen. Ja, wir machen jetzt das Seil vom Jan hinten hin. Dann zieht ihr zu dritt und ich lasse das Auto wippen, ohne dass die Räder durchdrehen. Dass ihr mal auf die Äste kommen und dann sofort mit Vollspeed rückwärts raus irgendwie. Und dann müsst ihr halt mit wegrennen gleich, dass ich euch nicht über den Haufen fahre, weil ich darf nicht wieder stehen bleiben. Und dann müssen wir gucken, wann der Stein kommt. Wenn wir erstmal hier sind, ist easy. Hier ist fester Waldboden. Da kommt der fiese Stein. Und da hinten noch einer. Wir müssen nur erstmal aus dem Schlammloch raus. 3, 2, 1. Thomas. Zack. Also die erste Hürde ist geschafft. Weiter geht's mit dem Benz. Jetzt haben wir aber Auto, wo wir uns rausziehen können. Alter, diese Mücken. Was ist das? Ah, ich fahr gleich nur ein Stück weg. So, als nächstes kommt der Benz. Weiter. Stopp. Schon mal weitergekommen. Ein bisschen. Okay. Jetzt anhängen und den Rest rausziehen. Wer hätte es gedacht, dass Miska Bora irgendwann mal jemandem helfen würde? Normalerweise ist das Auto, was immer stecken bleibt. So, wir haben jetzt das Ganze noch ein bisschen mit Holz unterbaut. Und jetzt geht's weiter. Ich muss hier ein bisschen abhauen, nicht dass das Seil reißt. Komm. Sehr gut, weiter. Woo! Geiler Scheiß! Stopp! Boah. Und bist du geschwitzt oder was? Ja, bisschen. What are you doing? Ich brenne mir einen Mückenstich aus, der ziemlich dick wird. Mit Smartphone? Ja. Krass. Bringt das was? Ja. Das ist so ein Stick, der kommt unten in den Anschluss vom Handy, hat hier unten eine Heizfläche und der wird richtig heiß. Ja. Und dann drückst du den auf die Stelle, wo du gestochen worden bist und die Hitze, die verbrennt das Gift. Und dann schwillt der Stich nicht weiter und hört auf zu jucken. Krass. Ziemlich geil. Hier könnte deine Werbung sein. Kostet für iPhone 10 Euro mehr als für Android. Wucher. Kommerz, scheiße. Also wir haben gerade für ca. 100 Meter Offroad eine Stunde gebraucht oder so. Ja. Gefühlt. Ja. Schön festgefahren, beide Autos, war geil. Und von den 100 Metern waren 50 nur in eine Richtung. Und dann wieder 50 zurück. Ja. Aber war geil, das war ein richtiges Offroad, würde ich sagen. Also, ja, also es, ich wäre auch gern weitergefahren, weil auf dem Weg wäre irgendwann ein Fluss gekommen. Ja. Es wäre geil, wenn wir durchs Flussbett fahren könnten, aber das war so matschig und tief. Wir hätten uns entweder irgendwas zerrissen, also es schleift auch jetzt irgendwas. Ich glaube, wir haben noch Matsch irgendwo drin hängen. Oder wir wären einfach stecken geblieben, so dass wir uns nicht mehr hätten rausziehen können. Das war jetzt schon schwer. Ja. Aber der Tacho geht noch. Also nach unserer Action-Tour hat der Benz erste Beschädigung. Und zwar hat hinten einen platten Reifen. Gucken wir uns mal an.
schwimmt so komisch und so. Ja, vielleicht weil alles voller Matsch ist. Bei uns knuspert auch irgendwas ganz komisch. Ich glaube, ja, da hängt so viel Dreck. Ja, das ist kein Glatterreifen. Nee, aber. Luft ist noch drin. Falscher Alarm, wir fahren weiter. Alter. Machi, machi, bibarachi. Alter Dschungel. Da war irgendwo ein Schild. Vorsichtiger Ast. Ja. Da vorne liegt auch noch ein Ast rechts. Sehe ich ihn. Nur, dass da kein Stummel raussteht oder so. Links ist auch einer. Ja, fahr ja rechts drüber, der ist gut. Ui, ui. Wie sieht's bei Jan aus? Ist der noch da? Ja. War ich alles gut? Seid ihr noch dran? Wir sind noch dran. Ich will nur wegen schauen, mit deinem Dachzelt, weil ich mit in der Escht. Hier gibt's auf jeden Fall sehr viele essbare Pilze. Ich kenne mich da aus, echt. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es viele essbare Pilze gibt, die man nur einmal essen kann. Ja, also ich esse meistens diese roten mit weißen Pünktchen. Die sind gut. Die sind Marienkäferpilze, ne? Genau. Kurze Verschnaufpause nach dem Offroad. Laut unserem Roadbook ist auf dieser estlichen Insel nicht so viel zu sehen. Deswegen haben wir gestern selbst gegoogelt und haben ein verlassenes Gebäude gefunden. Scheint ein Lost Place zu sein. Auf den ersten Blick sieht es aus wie eine verlassene Villa. Und da das Areal hier an sich, die ganze Fläche, was zu dem Gebäude gehört, das Grundstück an sich, so groß ist, vermute ich, dass hier früher irgendein Kaiser oder irgendeine wichtige Person gelebt hat. Wäre natürlich auch cool, da reinzuklettern. Also ich will jetzt keinen stören. Ah, ist abgesperrt. Okay, aber es hat schon versucht, jemand aufzubrechen. Es sieht aus wie so ein verlassenes Geisterhaus, echt. Was richtig heftig wäre, wenn ich jetzt einfach hier so ein bisschen filme und auf einmal dann später zu Hause das Ganze mir angucke beim Schneiden und auf einmal guckt da so ein Kopf oder so. Ey. Auch tagsüber ein bisschen gruselig. Ich weiß nicht, ob man sieht, aber da ist ein Dreirad. Wie bei Saw. Ist bestimmt ein Geisterhaus. Bestimmt. Okay, so viel zum Lost Place. Weiter geht's Richtung Festland. Wir befinden uns gerade ungefähr hier auf dieser kleinen Insel. Unser Ziel ist jetzt der Punkt 3S. Das wäre dann die Fähre. Und dann machen wir uns auch langsam Richtung Ziel. Denn da erwartet uns ein Strand. Strand? Oder? Mücken? Ja. Wir können doch die Luft verändern zur Not. Ja, okay dann. Sind wir immer ein bisschen spät dran, Alter. Das ganze Schiff schwappt. Okay, alle starten schon. Wir müssen uns jetzt auch ein bisschen beeilen. Zack, zack, zack. Mach auf, Bruder, mach auf. So, wir sind startklar, ab geht's. Also Leute, wir sind auf dem Festland und können jetzt weiter Richtung Süden fahren. Ab geht's!
Fall nachher kontrollieren, ob wir alles am Dach haben wieder. Oh, dicker Ast. Ja, wir kommen durch. Nimm nur ein bisschen links, weil da ist eine Spitze noch. Noch mehr. Oh, da kommen wir nicht durch. Wir müssen einmal kurz Forstarbeiten durchführen. Okay, der ist groß. Aber den können wir eigentlich nur schon wegtragen. Oh, da geht was. Für was Säge, wenn man einen Test dabei hat. Halt mich mal fest. Ja. Ja, jetzt fällt der Große hin. Der wird gleich runterfallen. Dann. Ich weiter hoch. Geht. Ja, aber trotzdem muss er ja ab. Komplett, weil. Da oben ist er ab. Das reicht ja, jetzt können wir zur Seite wegdrehen. Einfach mal was Schönes machen, ja? Ja, wenn ich ihn so halte, dann kannst du schon mal durchfahren. Ja Leute, wir müssen jetzt auf jeden Fall ein bisschen wegräumen hier. Weiter geht's. Nach ziemlich genau 206 Kilometern und circa 6 Stunden Fahrt haben wir unser Ziel erreicht. Da hinter mir ist ein Strand mit Meer. Wir haben uns hier in diese Ecke gestellt und wollen hier dann den Abend ausklingen lassen. Zu heutiger Etappe muss ich sagen, war geil. Wir haben heute zum ersten Mal keinen einzigen Punkt aus dem Roadbook besichtigt, sondern haben uns eigene Strecke gemacht und die war halt echt, echt nice. Der Tag war tatsächlich nicht schlecht, ziemlich anstrengend und laut Tess ist das für ihn bis jetzt der geilste Porthole-Rodeo-Tag gewesen. Nicht schlecht würde ich sagen, aber wir haben jetzt unsere neue App. Wir haben jetzt noch jede Menge weitere Touren und das nächste Video, die nächste Etappe könnt ihr auch wie immer beim Tess auf dem Kanal schauen, also die Videos, die vor dieser Etappe wir schon erlebt haben, könnt ihr ebenfalls bei ihm auf dem Kanal schauen. Wenn ihr unser Abenteuer feiert, lasst es uns mit einem Daumen hoch wissen. Vielen Dank und wir sehen uns bei der nächsten Etappe in weiteren Videos. Ciao.